Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht vor uns, irgendwo sieht man es, glaube ich, wir haben ganz viele noch leere Becher. Die werden gleich gefüllt und dann werden wir raten. Tom und ich werden uns hier so die Augen verbinden und werden dann, oh, da sieht man wirklich gar nichts, dann werden wir raten, was sich in den Trinkbechern befindet. Und mal gucken, wer hier das bessere Geschmacksorgan hat, die bessere Zunge hat. Und das Beste, zum Schluss gibt es noch Bestrafung. Richtig. Der Verlierer muss drei vom Gewinner ausgewählte Getränke, die zusammengemixt werden, dann im kurzen Glas, prosexen. Ganz einfache Regeln eigentlich. Ich würde sagen, wir machen uns mal blind. Ja, eigentlich könnte ich mir die Brille abnehmen. Ja, das kann ich leider nicht nachvollziehen. Kannst du das nicht beantworten? Ja. So. Ach du Scheiße. Dann geht's los. Du solltest doch nicht meinen Mund machen, sondern mit die Augen, Idiot. Junge, ich bin richtig aufgeregt gerade, richtig nervös. Obwohl, hört man das schon an der Flasche oder so? Hör auf mir anzutippen, du. Hau mich nicht. Ich mach doch gar nichts. Irgendwas zuckt hier. Darf nicht riechen, ne? Sollen wir ohne riechen? Ich riech das so schon. Ich hab richtig Angst. Das riecht nicht geil. Machen wir ohne riechen einfach weiter. Das bestimmt Essig gleich zu Anfang oder so. Okay, bist du bereit? Ich hoffe, ja, ich nehm. Auf Plätze, fertig. Scheiße. Oh Gott, was ist das denn? Oh, das kenne ich auch. Ja, warte mal. Das ist voll dumm, wenn wir das jetzt beide so sagen. Weil dann sagt der andere das ja auch. Hä, scheiße. Ja, dann lass nicht sagen, sondern wir sagen so nachher auf 3, 2, 1 und dann sagen wir unseren Test. Warte, ich hab's was. Was ist das? Das fuckt mich ab. Das ist ewig her, dass ich das mal getrunken habe. Oh, das war sowas, was ich eigentlich mochte, aber trotzdem nie trinke. Was ist denn das? Ja. Die Frage ist, was stimmt das? Ist das ein... Ich rieche jetzt. Hä, oh mein Gott! Das ist so schwer, hä? Da sind auch ein paar Fruchtstücke drin, oder nicht? Nicht? Dann habe ich was auch nicht. Jetzt will ich nicht mehr. Ich mag keine Fruchtstücke. Ich bin ganz nett mit dir. Ich habe was, aber ich weiß nicht, was das ist. Aber warum soll ich... Boah, ja, da sind ja ganze Früchte drin. Aber jetzt bin ich mir auch nicht mehr sicher. Ja, komm, lass mal. Irgendwann müssen wir das Video auch mal beenden. Hast du was? Ich glaube, ich verliebe mich gerade richtig. Oh, ich weiß nicht. Okay. Bist du bereit? 3, 2, 1. Kirschsaft. Kirschsaft? Ist das von Capri-Sonne? Junge, ich fand auch Capri-Sonne Kirsche. Ich dachte erstmal, cool, zum Glück habe ich das nicht gesagt. Es könnte auch Johannisbeer bleiben, finde ich. Ja. Oh, let's go! Ich wusste doch, ich habe nicht mehr an McDonalds. Irgendwo kam dieser Geschmack doch her. Ich habe noch nie Erdbeersaft getrunken. Nee, Erdbeer, wie heißt denn der Scheiße? Erdbeer-Fusi, wie heißt der Kram da? Stimmt, vom Froze auf jeden Fall. Was und Erdbeersaft. Erdbeershake. Ich stell das jetzt Erdbeershake mit Pommes, Junge, das Beste, was es gibt. Oh, das riecht ja richtig süß. Ach du Scheiße. Ja, Prost. Auf Prost. 1, 2, hör und hab. Mmh. Ist voll gut klar! Ah, das sieht alles! Ja, ich glaube, ich weiß es schon. Ja, eins vorbei! Das ist nämlich das, was ich meinte! Wie? Oh. Das probiere ich auch nicht nochmal, glaube ich! Das ist entweder oder! Doch, das ist, müsste das sein. Ja, ich weiß es. Oh. Das muss, das kann nicht das sein. Das muss das sein. Oh. Das ist ja voll brutal, ne? Ich habe keine Luft mehr. Ich muss nochmal probieren. Ich bin mir nämlich hier. Aber es muss eigentlich das sein. Boah! Oh ne, dann mach ich das nochmal. Nee, das ist schon taub, mein Mund ist schon taub. Das schiebt ja. Ja, auf 3 wieder oder was? Wo ist der Tisch? Boah, Alter, nimm bloß weg den Scheiß. Auf 3, Remy? Ja. Gut, 3, 2, 1. Zitronensaft. Ja, Zitronensaft. Egg. Ist doch oh, nein. Ja. Ey, guck, das ist genau das meinte ich. Oh mein Junge. Aber das schmeckt man auch nicht an. Ich dachte, das ist dieser Zitronensaft, den meine Mama in meinem Kühlschrank hatte. Ich sag's dir, ich gehe 0 zu 12. Was nicht richtig. Ja, das war halt 50-50, genau das meine ich. Das ist so schwer. Ist aber, also trinken wir das wirklich freiwillig? Wofür benutzt man das? Wofür benutzt man das? Diese gelbe Zitrone. Ja, genau, diese Zitrone. Das ist ja diese. Und das, ich dachte, das zum Würsten von Fisch und so, oder nicht? Ja, stimmt. So, dritte Getränk, ne? Ja, Prost. Oh, ja, Prost, wo ist denn der Stuhl? Oh, das riecht gut. Ich glaube, das war kenne ich schon. Was ist das denn für eine Scheiße? Ach, das kenne ich.
Oh, das Mann. Ist aber Alkohol. Oh ja, stimmt. Ach nee. Oh, oder? Oh, also. Das kenn ich doch nicht, aber den Geschmack kenne ich. Digga, das ist ja geil. Das ist Hustensaft. Das ist ja so schwer, was soll das sein? Ja, mein Hustensaft hat wirklich so geschmeckt. Da kann man auch nichts riechen. Ja, das ist. Das ist auf jeden Fall ein. Ja, ja, aber was für einen? Den habe ich noch nie getrunken. Scheiße. Doch, Mann, das ist Dings. Das muss irgendein Korn sein. Oder er hat immer noch 1000 Sorten da. Ich dachte, den habe ich schon mal getrunken. Das ist schon irgendwie, kann das nicht trinken. Ich glaube, ich weiß es. Ich habe was. Ein noch, ein noch. Oh. Damit mir das ist unglaublich. Nee, da komme ich nämlich drauf. Was soll das für eine Frucht sein? Ich schmecke nur Alkohol. Mein ganzer Mund ist taub. Ja, doch, das schmeckt so wie das in Amsterdam. Okay. Besser wird's nicht. Ja, ich habe auch was. 3, 2, 1. Pfirsich. Blaubeerklon. Oder also Blaubeerbeerenzen oder so. Blaubeer. Ich habe Pfirsich gehört. Aber das ist okay. Dings. Warm Melone. Oh, mein Gott! Das ist doch keine Melone! Aber was? Melonen, Alkohol oder wie? Ja. Aber was für Korn? Also? Oldesloe. Oldesloe, ja. Ja, Melone? Oldesloe ist Korn. Ist das neu? Ja, ja, Oldesloe ist Korn. Aber das riecht gut. Ich glaube, ich weiß schon, was das ist. Okay, Prost, du sagst? Ja, Prost, Rudi. Weiß ich. 3, 2, 1. Nein, alles gut. Warte, nein. Das muss eigentlich. Ja, weiß ich auch. Ja? Ich glaube, warte, oh nee. Ich muss nochmal überlegen. Und das könnte, weißt du noch, was ich vorhin bei Edeka bei dir gezeigt habe? Ja, 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 ja. So ein Ding könnte es sein. Hast du was? Also ich hätte was. Ja, ich muss nochmal, also ich habe auf jeden Fall einen Inhaltsstoff. Ich bin mir nicht sicher, ob da nicht noch mehr drin ist. Vorher war es mir eigentlich ganz klar. Das ist so peinlich, wenn das das gleich nicht ist. Das ist also echt schwerer, als ich dachte. Ja. Das habe ich mir nämlich auch befürchtet. Oh Mann, ich weiß es nicht. Hä? Ich habe zwei Sachen und eins von den beiden ist es. Na, ich hab's. Das muss es sein. Ich habe auch was. Ja, okay. Zieh runter. 3, 2, 1. Abwässer. Ja. Ich hatte es. Ja? Was ist gewesen? Was mit Cranberry oder was? Kirsch. Ach, das war cool. Ja, es schmeckte auch nicht. Ja, ich dachte erst, auch sofort, als ich geschmeckt oder gerochen habe, schon Apfelsaft. Ja, dann beim Trinken dachte ich Cranberry oder sowas irgendwie. Also ich dachte Apfelsaft, aber es war nicht so starker Apfelsaft. Nee, eben. Da musst du doch etwas, das ein bisschen. Ja, doppelt, das ist ja, dann gibt es noch. Aber halb Punkt. Mein erster halber Punkt. Okay, auf die Plätze. Fertig. Prost. Ach so, ich dachte, ich wollte jetzt gerade schon sagen, was es ist. Ich trinke das nicht. Ich rieche das, das reicht mir schon. Junge, ich hab den noch nie so langsam und genussvoll. Nee, ich mach das nicht. Obwohl, nee, ich hasse Anni. Das geht nicht. Muss ich das jetzt echt trinken? Soll ich probieren? Ich weiß nicht, was es ist. Ich hab grad gesagt, das ist so ein Idiot. Ich dachte, das ist was ganz anderes. Ich brauch das nicht probieren. Das ist richtig, ich kenn das. Ey, komm, fürs Video probiere ich. Oh, ja, stimmt. Ja, gut. Boah, es ist so. Boah, das macht alles. Nee. Das ist gut, ne, oder? Finde ich? Also, das kommt mal her noch so, ne? Wenn wir fertig sind mit dem Video, noch ein bisschen weiter. Ich hab was, aber du hast ja schon gesagt, was es ist. Und das, was du gesagt hast, kenne ich nicht. Von daher gehe ich einfach damit, was ich dachte, was es sein könnte. Okay, ja. 3, 2, 1, der Jägermeister. Nein, das ist zu stark, das ist nicht richtig. Ach du Scheiße, Ricky. Boah, was ist das denn? Das riecht wie Hubba Bubba oder sowas. Ach du Scheiße. Kurze Zwischenfrage. Ja? Welche Nummer sind wir jetzt? 4 ist das. Was? 4? Ja. Okay. 6 schon! Grüß euch, wie du sagst. Prost. Das riecht auf jeden Fall ganz komisch. Oh Gott, ist das noch mal das Ganze getrunken. Alter! Da komme ich am Leben nicht drauf. Das ist ja nur Kohlensäure. Und nur süß, ey. Oh, was kam das denn? Wie heißt der Scheiße? Oh, das ist lecker. Nee, ich finde das viel zu süß. Das schmeckt voll nach Kaugummi, oder nicht? Findest du nicht? So ein Hubba-Bubba, ey, für Arme? Also, ich schmecke ganz viel Kohlensäure und ganz bisschen irgendwas. Ey, Scheiße. Das habe ich schon mal getrunken, aber das ist ja auch wieder ewig her. Was könnte das denn sein? Es gibt Blubber da drin. Meinst du, das bringt dir weiter, oder? Gibt es so eine süße Frucht? So, nicht so viel Kohlensäure? Ich bin ganz ehrlich. Hast du was? Ich hab gar keinen Plan. Ich auch nicht. Aber ich hab schon mal getrunken. Ich weiß überhaupt nicht, welche. Beim Chinesen trinken auch so was Süßes, aber das ist das nicht. Und ich wüsste auch nicht mehr, wie das heißt. Türkisch.
Ja, gut, aber. Nee, doch, dann muss es das ja sein. Ist das Dings? Ja, muss ja. Und was ist denn nochmal was? Was ist das Wasser und was ist dies so sweet? Ich weiß, was was ist. Das, ja, das ist daher, kenne ich es. Ja, jetzt weiß ich es auch. Das war der Tipp. Ja, ich weiß es. Tut mir leid. Guter Tipp, danke. Ich muss kurz nachdenken. Ja, das, ja doch. Jetzt müsste das sein, ne? Ja, gut, 3, 2, 1. Ulu Duck. Ja. Oha. Oh, das ist auf jeden Fall eine Frucht diesmal. Das riecht man. Ja, Prost. Prosit. Ui, 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 das ist doch so. Das ist schwer. Was? Doch, den Sack! Darf ich eine Frage stellen? Also erstmal zu dir, Nils. Ja, moin. Sind das... Also ich würde gerne fragen, ob es zwei Früchte sind. Weißt du, wie ich meine? Bist du mit der Frage einverstanden oder lieber nicht? Warte, ich muss nochmal einen Schluck trinken. Das kann doch gut sein, dass es zwei sind. Weil wir so wie eben, weißt du? Da hatten wir beide Dingens gesagt, Apfelsaft, aber es war Apfelkirsche. Also ich weiß auf jeden Fall, dass eins ist. Ja, lass, frag. Ja, sind das zwei Säfte oder ist es nur eine? Nur eine. Oh, dann weiß ich's. Ey, du Wichser! Oh Mann, das ist ein Scheiß-Tipp! Ja, es gibt einen Schluck, wenn ich mir sicherer. Ey. Und hoffentlich ist es nicht falsch. 3, 2, 1, Birne. Maracuja. Oh. Was hast du gesagt? Birne. Ach du Scheiße. Es ist Pfirsich. Nein! Das ist so peinlich! Pfirsich! Das ist Pfirsich? Das ist echt traurig, ne? Als wäre eine Geschmacksnerven weg, wenn man blind ist, oder wie? Ist das ein bisschen peinlich, dass wir das nicht geschmeckt haben? Ja, vor allem, dass ich gesagt habe, ich bin mir ganz sicher, dass das Birne ist. Wo ist er denn? Ach, Prost. Ja, Prost. Das ist ja schlimmer als die 10.000 Kalorien Challenge. So eklig? Jetzt will ich nicht mehr trinken. Oh, was ist das? Das ist eine Geschmacksexplosion im Mund. Was ist das denn? Hä, doch, das ist Dings. Ja, leck mich. Mevidol. Zahnpasta. Boah. Hey, das ist doch... Das hast du doch nicht. Ich hab das schon getrunken, aber ich weiß nicht, wie das heißt, Digga. Das muss ja die Marke sein. Hä? Ja, doch, ich weiß ja. Oh. Das ist doch Schokolade. Oh. Ja, ich... Ach, keine Ahnung. Ich habe eh alles falsch. Das könnte das sein, aber... Warte, ich nochmal einen Hieb. Aber das ist, also auch auf dem Woche könnte das sein. Schmeckt nach einem starken Berliner Luft. Jetzt nimm ihn, ich hätte ganz am Ende gesagt, dass Berliner Luft ist. Ja, kann gut sein, aber... Weil ich wüsste, ich kenne mich aber auch nicht so aus, ich wüsste nicht, was so ist. Also ich hätte noch was, aber das habe ich schon eben, das schmeckt nicht so intensiv, das ist... Berliner ja, jetzt haben wir bald schon Berliner Luft. Ich würde auch irgendwie so Berliner Luft mit... Gut, das geht, oder Pfeffi oder so. Aber das ist ja Berliner Luft. Nee, aber da ist aber noch Schokolade mit drin. Das habe ich gesagt. Hast du das nicht? Nee, dann nehme ich Berliner Luft. Ja, aber ich auch. Aber mit Schoko. Also Berliner Luft. Oder warte, ich nehme nochmal. Was ist der Berliner Luft, faktisch gesehen? Ist das ein Pfefferminzschnaps? Ja, ja. Also sag Pfefferminzschnaps, dann zählt das. Dann sage ich Pfefferminzschnaps. Da ist was Schokoladiges mit drin. Ich würde gerne Louis sagen, aber das ist nicht gut, oder? Ja, aber das ist doch wie cremig. Ja, eben. Ich sag ja, das ist nicht so stark nach Zahnpasta. Das ist, muss eigentlich auch Pfeffer. Aber da ist Schokolade mit drin, die. Hast du die nicht geschmeckt? Nein. Doch, schnell. Boah! Ja, schreit. Ja, ich sag Pfeffi mit Schokolade. Boah. Es ist Berliner Luft mit Schokolade. Gut gesagt. Oh, das riecht zum Glück wieder nach dem Saft. Prost, wenn er jetzt Alkohol schon ist. Ja, Prost. Sag, ey, ich bin hier. So, die ganze Stunde. Boah, also das ist doch pervers. Digga, brauch ich ja eine Gabel für. Boah, fuck, was ist denn das für eine Frucht? Ich hasse Fruchtfleisch. Ja, ist doch so, wenn du was trinken willst, dann möchtest du doch nicht kauen dabei. Ah, ich glaube, ich weiß es. Nee, warte mal. 3, 2, 1. Bitter Lemon, hätte ich gesagt. Ja, hätte ich auch gesagt, aber das ist bitter Orange, Digga. Warum ist das denn bitter Orange? Das ist aber das Fruchtfleisch ist von Orange, nicht von Lemon. Oh ja? Bitter Orange, was ist das? Von Schwäbs eben, sagst du. Es ist Grapefruit. Fuck, das wollte ich sagen. Ah, ja, stimmt, das ist auch ein bisschen bitter. Oh, ich hab doch noch drüber geredet von Diet. Ja, aber die von Diet ist nicht annähernd so bitter. Nee, aber schon ein bisschen. Und das... Oh mein Gott, wir hätten eine weitere kommen können. Okay.
Aber das ist auch schon wieder, das kommt mir so bekannt vor. Aber ich bin einfach, ich stehe auf dem Schlauch. Ich bin mir ziemlich sicher. Hauptsache ich auf jeden Fall. Kann ich ein bisschen zappeln lassen. Ich weiß, was es ist. Oh ja. Fruchtgehalt 20%. Hast du was? Ja, ist falsch, aber. Ja. Gut. 3, 2, 1. Birne. Das ist deine Birne. Zu 100%. Das ist Birne. Sehr schön. Ah, lecker! Schmeckt. Ja, stimmt. Ja. Da hast du deine Birne. Oh, das weiß ich. Letzte oder vorletzte? Darf ich schon was sagen? Ich brauche nicht mehr trinken. Mhm. Ja, also. Das Fuß weiß ich auch, glaube ich. Aber da muss ich noch probieren. Mit Alkohol ohne? Nö, das ist nicht mit. Ja, ich weiß. Das ist ja das, was bei dir noch im Kühlschrank liegt. Nee. Hätte ich jetzt gedacht. Das ist die Alkoholart, oder nicht? Ja, Kokosschnaps. Ja, wenn ich auch so. Ja, aber ich weiß sogar die Marke. Das ist das, was unsere Cousine immer nimmt. Na? Ist das Malibu? Ja, würde ich sagen. Das ist Malibu? Ich würde sagen, ja. Oder? Also wir haben jetzt beide Kokosschnaps. Ja, Kokosschnaps hätte ich auch gehört. Oder Kokosnussschnaps. Ja. Ich hätte noch mehr Malibu. Es ist Kokos mit von Feigling. Doch, Feigling. Oh mein Gott! Die in deinem Kühlschrank liegen, die Kokosdinger. Die kurzen. Ja, jetzt weiß ich das auch. Das denn jetzt? Das ist aber kein Tomatensaft, sonst reihe ich hier auf den Tisch. Nee, jetzt ist es nicht. Warum kein Scheiß? Oh, das. Aber. Wie heißt die Frucht? Tomatensaft. Bist du denn? Das ist. Das sind die ganz kleinen Kügelchen. Die Frucht. Die haben Bäume, ganz viel. So ein Sträucher. Ja. Ja, wie heißt die? Ich glaube, ich weiß es. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das die ist. Aber welche Farbe? Hä? Gibt es dann zwei Farben? Hä, bist du hier, ne? Mhm. Ach so, stimmt, ja. Ja, aber das ist ja die Frucht. Das ist ja auch Farbe. Schmecken. Ja, Johannes. Ja, danke. 23. Ja. Ja. Ich glaube, Johannes Bier. Bisschen schwarz. Das ist doch scheißegal, das ist Johannes Bier. Das ist aber richtig, ne? Das ist Rhabarber. Nein, Rhabarber ist richtig sauer. Hast du mal Rhabarber gegessen? Das ist peinlich jetzt für mich, oder? Warum haben wir beide das? Was ist denn? Das ist echt crazy, blind sein, oder? Das ist doch Johannisbeere! Rhabarber ist viel saurer eigentlich. Ja. Oh. Rhabarber, das ist ja noch. Oh, oh, das sieht man ja direkt. Oh, das ist hell. Oh, oh Junge. Guten Morgen. Oh. Das ist so, jetzt weiß ich, wie du dich fühlst nach 4 Wochen eingesperrt. Alter, ich kann ja gar nichts sehen. Oh. Guck mal, das Einzige, was ich getrunken habe, war das Erste. Ich fand Birnensaft ziemlich lecker. Ich kann es nicht schon wieder gucken. Aber ich guck mir das jetzt mal an hier. Aber bei mir auch. 7-4. Also 12 zu 7, richtig? Also fast 4-2, das ist auch ganz schön. Ja, das ist gut. Bei mir ist. Ja, achso, jetzt darf ich ja noch was aussuchen, ne? Ja, 3 Sachen. Ja, ich bin auf jeden Fall dafür, dass ich die Birne nehme. Weil die konntest du ja so gut. Dann auf jeden Fall die Berliner Luft. Oh ja! Limette doch mit rein. Oh, das saure! Ja. Ja, ein bisschen was Saures. Ja, das ein bisschen was. Prost, ne? Oh. Auf Kiel, dass sie noch den Aufstieg schaffen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht euch einen schönen Abend. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Reingehauen und tschüss. Erstmal noch ausdrücken, bevor du ja moderierst, Jimmy. Oh. Das war gut, ne? Oh, das war gut. Was? Danke, dass du Limette genommen hast. Echt jetzt? Fick dich. Man schmeckt nur Limette, ne? Man schmeckt nur Limette. Echt? Ja, nur. Nicht mal den Alkohol. Gar nicht, nur Limette getrunken. Sehr gut schmeckt. Schade. Ja, bitte. Ja, danke. Mit dieser herben Enttäuschung verabschieden wir uns. Bier schon reingehauen. Aber. Wir werden sehen. Ich wünsche eine gute Nacht. Peace out.